started recording. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DZ. Ja, mit dabei der Orca, der Ivan und der Lukas. Hallo. Hi. Hi. Und wir wollen jetzt mal einen Nachbarbesuch, der sich da oben, ja, in die Richtung, auf dem Berg irgendwo, eine Base gebaut hat, namens Robin 5. Den wollen wir jetzt mal einen Besuch abstatten, ob es gefällt oder nicht. Wenn man mal ins Auto guckt, da sitzen nur Büsche im Auto. Er hat unsere Mittagsruhe gestört. Genau. So, dann mal los. So, und wie ihr seht, steht die erste Plattform schon. Mit der Merlin drauf. Aber da müssen noch drei weitere. Oh ja, ey, das, Leute, das ist ein Gebäude, ne? So, ey, so hoch haben wir noch nie gebaut. Das stimmt allerdings. Die Plotball ist nur ein bisschen klein, finde ich. Wir könnten meinetwegen noch so 200 Bretter drumherum setzen, aber Plotball klein. Naja, Alter, dann Ernst? Dann müsstest du, wie gesagt, wenn das geht, müsstest du dann noch eine zweite Plotball. Von innen schaut's gut aus. Hey, in SUV passen hier hinten sogar noch zwei Leute rein. Das wusste ich gar nicht. Sechse insgesamt. Oh, schaut das gut aus. Ich schaue gerade aus der Scheibe. Aber getönte Scheiben sind doch von innen gar nicht dunkel eigentlich. Also nicht, nicht so sehr wie hier. Nee, eigentlich nicht, ne? Oder? So sehr. Orca sitzt neben mir? Ja. Cool. Daniel sitzt rechts vor mir. Lukas ist der Fahrer. Allah Akbar. Oh je. Und ich bin mit einer wunderschönen M240 unterwegs. Welcome to Busch City. So, Busch Auto. Kurz die Innenansicht, alle betrachtet. Ja, auch gerade dabei gewesen. Du, wo waren das? Du musst, glaube ich. Ja, da den Berg hoch, da vor uns den Berg, wo du das bisschen grün. Weiß, siehst. Ich hab's markiert. 800 Meter oder so. Aber du willst doch. Fährst du von unten hoch oder? Ja, wie kommst du sonst den Berg hoch? Weiß ich nicht. Ja, sonst hätte ich gesagt von rechts oder von außen rum hier, aber nicht direkt frontal, oder? Oder frontal, aber der sieht uns sowieso nicht, wenn wir von unten kommen. Weil wir kommen ja von unten. Ja, von wo wir jetzt kommen, dann ist es. Sieht er uns nicht, weil der hat ja keine Fenster. Vielleicht laufen? Doch, der hat ein Fenster. Von der Seite hier? Ja. Hoffentlich ist ein Safe offen. Weil dann könnten wir pennen. Warum nee, sollte der? Weil es kann. Huch. In einem unbekannten Land. Hey, warte mal, der Name Atjom sagt mir was. Steffen kennt. Ja, kennen wir schon. Pressure sagt mir nichts. Soos ist freundlich. SHRDD. Schreddert. Ja, den kenne ich persönlich. Also jetzt nicht Real Life, aber. Mir bekannt. So, Daniel, erzähl was. Ja. Ja, unterhalte uns. Ich muss gerade mal die Gegend ein bisschen ausspielen. Oh. Es ist eine neue. Die auf dem Berg ganz oben ist echt neu. Ja, dann war das nicht die hier. Ah, da oben steht der Heli. Ey, die sind noch am Bauen. Ich lasse das Auto. Renn jetzt nicht vors Auto. Alter, war das. Das Auto bleibt hier und wir laufen. Weil der hat ja nur einen Fußboden bis jetzt. Ist aber ein bisschen weit, ne? Ach, wenn ihr das. Alter, der ist ja echt hoch. Von vier Seiten müssen wir das machen. Und hier ist keiner, ne? Also ich laufe garantiert nicht von hinten bei dem ran. Weißt du, wie lange ich da unterwegs bin? Wir laufen alle von rechts. Oh, die bauen wirklich noch Scheibenkleister. Das ist doch gut. Die werden, glaube ich, auch nicht rechnen, dass da jetzt jemand kommt. Nö. Dann, ja, die bauen da gerade eine Wand hin. Die sind mitten im Bauen. Wir snipen nicht, wir gehen wirklich ran. Auf Sicherheit, damit wir sie treffen, weil die haben bestimmt ein Safe offen oder ein Auto oder irgendwas oder haben einen Schlüssel bei. Ja, nicht, dann, dass sie es schaffen, das wegzupacken. Wo ist denn das? Ganz da oben auf dem Berg? Oben auf dem Berg, ja. Da steht der Heli drauf. Da muss ich mich zurückhalten. Oh, Daniel. Dann schaue nur das Sniper. Jeden du sollst Schuss. Nur filmen, du bist jetzt Kriegsreporter oder so. Ja. Du bist die Presse. Muss da also Fragen stellen. Alle rechts rum. Oh, Zombie gespawnt. Oh, nee, bitte nicht.
Ich hab eine M9SD, wär nicht schlimm. Wir gehen von rechts ran, weil da sehen sie uns nicht. Also quasi von hier hinten ran. Ja, dann läufst du ja einmal rum, ja. Nee, weil hier hast du einen Hügel als Deckung. Wir sind überall Zombies, ne? Lukas, ich bin gerade hinter dir. Ja, ich sehe schon. Also ich kümmere mich nicht um die Zombies, Lukas, das musst du machen. Ja, bis jetzt war keiner aggro. Da ein bisschen weiter oben, dann kommt auch der Zombie von unten nicht. Hoffentlich. Und dann erstmal ausruhen, bevor wir schießen. Helikopter, 1000 Meter, 12 Uhr. Ach, ich hab den Funk aus. Nee, aber unten links. Ja, Funk aus, hab ich. So, Moment, erstmal alle in Posi gehen. Moment, ich bin noch ein Zombie. Ich bin noch nicht so weit. Warte, ich geh noch weiter rechts. Ja, Achtung Zombie, ne? Ja, kümmerst du dich um ihn? Das kann sein, dass die den sehen, ne? Kann auch sein, dass sie dann deine Schüsse hören. Ja. Aber Schallgedämpft? Also. Ja, also es ist ja nicht weit weg. Ivan, soll ich von hier aus hochgehen? Noch nicht, Ocker. Nee, nein, du bist wo? Okay. Hier in der Mitte. Oder soll man noch weiter rumlaufen? Also, wenn die Zombie der Zombie gehen, kann der ich Zombie. Ja, jetzt kann ich nichts machen. Also, ich glaube, es kann losgehen. Zugriff! Ja, der eine baut da noch eine Wand. Die haben... Heli! Ja, was? Da sind zwei Helis. Nicht blicken lassen, ich sehe sie rennen. Ich glaube, die haben noch keine Tür. Die haben noch gar nichts. Ich bin bei denen ihren Heli. Der rennt bei seinem Ural. Ich sehe einen. Ich habe nur Gras, also... Moment. Ivan, hinter dir. Da rennt er. Zwei noch Stück. Noch nicht, warten. Noch nicht. Der hat mich schon gesehen. Nee, der andere hat mit dem Bauen abgehört. Ich kann schießen. Ja, dann Schuss. Nee, warte. Ich kann mich nicht wehren wegen einem Zombie. Nee, ich schieß gegen Holz. Schieß durch. Nee, das ist gebaut. Entschuldigung. Das ist nur Holz. Jetzt Angriff. Los. Ja, der andere ist da hinten bei den Saves. Ich sehe ein Safe, aber ich sehe keinen zweiten. Der sitzt da. Wo? Oh. Der ist tot. Ja. Sehr schön. Sehr gut. Wer hat denn die Tür zugemacht? Der hat die Tür zugemacht. Ha! Ja, sehr gut. Lock it safe auf. Oh! Da ist noch einer. Wer schießt da? Das war ich, Alter, du hast mich fast erschossen, ne? Ich kann nichts dafür, dass die hier hochzieht. Der hat eine große Waffentasche. Safe sind beide zu. Ah, ich habe eine große. Schlüssel. Sehr gut. PKP. Da haben wir jetzt neue Helis. Ist besser als deine Waffe. Was ist besser als meine Waffe? Die PKP. Auf Distanz auf jeden Fall. Und einen Schlüssel hast du jetzt, ne? Ja. Beide Safes sind übrigens zu. Au! Zombie. Ja, auf den hatte ich eigentlich gezielt gerade. Au! Gunner, SUV ist offen. Ja, warte mal, vielleicht habe ich dafür den Schlüssel. Ey, da ist voll viel Lumber drin und Wall with Door und Wood Wall und... Wo? Oh, der ist offen. Dazu habe ich den Schlüssel nicht. Habt ihr den anderen schon gelootet? Der hatte auch einen Schlüssel. Ich packe mal ein bisschen was in den Rucksack. Lass mich raten, Heli? Der hat dann in dem R. Also für den SUV kein Schlüssel. Für den Ural keinen Schlüssel. Dann die also Helis. Für die zwei Helis, denke ich mal. Oh. Ich nehme den Black Hawk. Warte mal, welchen nehme ich? Nee, warte mal, hier fahre ich auch keinen. Echt nicht? Nö, zwei Schlüssel und bis jetzt für keinen. Ach so, warte mal. Nee, warte mal. Green Key. Den einen muss ich noch. Oh, meine Pumpe läuft, ey. Lukas, du blutest. Nee. Ja. Nee, hierfür auch nicht. Hä? Was machen wir mit dem Lumber? Lassen wir das drin? Den nehmen wir mit. Du hast zwei Schlüssel, aber für keinen passt der. Ja. Na, warte, ich geh nochmal durch. Ja, geh nochmal durch. Ist der untere Safe offen. Hat das jemand schon mal versucht anzugucken hier? Der ist... Nee. Schade. Nee. Doch,
für den Gunner-SUV ist ein Schlüssel. Sag ich doch. Sehr gut. Den können wir gut gebrauchen. Mein Rucksack ist voll. Du sogar zwei Holzwände. Ja. Ich habe von dem einen ein Large Gunbag und habe mein Coyote zurückgelassen. Ja, hier liegt auch noch ein Coyote. Oh, ich blut ja auch. Wo rennt der denn lang? Oh, jemand hat's erwischt. Den Zombie. Achso. Der eine hatte 190 bei und der andere schon mal Geld gecheckt. Was ist mit dem blauen LKW? Der ja, andere nee, hat der nichts. Der hat nichts. Mann, wieso haben die denn den Safe zugemacht? Scheiß war. Aber wir nehmen die Plotpool mit. Nein, darf man nicht. Hier sind zwei Plotpools. Doch, darf man oder? Darf man nicht, nee. Wie dumm ist das denn? Ich glaub zumindest, dass man es nicht darf. Alter, da hat er wirklich noch den Safe zugemacht, der Arsch. Wie kommen die denn hier hinten hin? Weil dann campen wir oder so? Nee. Rucksäcke einpacken noch. Warte mal, ich verstehe das jetzt aber trotzdem nicht. Ja, ich habe ein Large Gunbag einstecken. Was verstehst du nicht? Hat jemand den Coyote von dem eingenommen? Nee, ne? Ja, ich nehme den jetzt. Okay. Was ich nicht verstehe, dass der eine Schlüssel nicht passt. Zu nichts. Ach so. Ja. Ja, das sind zwei Green Keys. Vielleicht steht das Fahrzeug noch irgendwo auf der Karte. Guck mal, no. Ja, das kann man ja nicht checken. Das geht ja, funktioniert ja nicht. Okay, Vehicles. Und dann steht da, die sind nicht mehr in der Database. Nee, dann steht da, die sind nicht mehr in der Database drin. Ja, dann würde ich sagen, fahr mal. Ja. Aber kein Heli, sicher? Willst du das nochmal versuchen? Ich versuch's nochmal. Ist vielleicht im SUV Geld drin? Nee, hab ich schon nachgeguckt. Schade. Also für den Heli hier nicht. Ja, nett als Schütze. Ja, schade, dass wir jetzt, weil der Heli fehlt uns ja noch. Die haben gleich zwei davon, aber wollen uns keinen abgeben. Das war übrigens. Weil, dann müssen wir darin noch Motor her. Hier sind noch zwei Large Woodwalls drin. Ja, die hab ich da rein. Aber wenn er hat mich doch vorhin gefragt, wo wir nur gebaut haben. Zum SUV bitte. Wenn er hier in der Nähe gebaut hat, müsst ihr doch wissen, dass wir da unten sind. Naja, egal. Nee, und sorry, wenn du das siehst. Aber willkommen zur Aufnahme. Wer hat mich getötet? Ich war es nicht. Ich habe minus 19.000. Ui, ich habe minus 26.000. Ja, siehst du, ich hätte gar keinen töten dürfen. Dann wäre ich ja wieder ins runtergegangen von dem Plus. Versuch mal, vielleicht geht der zweite Schlüssel zu dem Auto. Das ist unser Auto. Ah ja, stimmt ja. Haha. Lustig. Hast du den Schlüssel drin gelassen? Nö, ne? So, ich weiß aber nicht, welcher das war, ne? Ich schließe euch mal kurz ein. Jetzt renne ich weg. Tschüss. Ja, genau. es ist ein... Geht da nicht. Ach, hier. Nehmt einen von denen und dann passt das. Und wem gehört denn das hier jetzt? Welcher Schlüssel ist es jetzt? Ja, einer von den grünen. Okay, warte. Wartet, Moment. So, aufschließen. Ah, da stand kurz da. Ja, ganz kurz. Alter. Sei nicht feige und gib es bitte zu. Ja, Robin 5, das wirst du irgendwann in dem Video auf YouTube sehen. Irgendwann wirst du AC sehen, dass sie es war. Irgendwas. Moment. Das war der hier. 9F94 ist es nicht. Oder? Dauert mir zu lange. Ja, Moment. Wir betrachten inzwischen die schönen Berge. So, Schlüssel weggeschmissen. Ich hoffe, das war nicht der. Nee, ist okay. So. Wo wohnt die Heidi? Warte. Welche habe ich jetzt? Oh Gott, Leute. AC36. Ivan, du hast aber zwei Schlüssel dabei, ne? Ja. Er ist auch schon mit zwei Schlüsseln überfordert. Ja, dann lässt du einen. Hast du bestimmt so gemacht, dass du einen Schlüssel jetzt im Wagen reingelegt hast und dann. Natürlich nicht. Ne? So hättest du probieren können, welcher
Ne, beim Aufschließen steht ja eigentlich immer da, welcher Schlüssel benutzt wurde. Aber nur diesmal wurde es halt nicht angezeigt. Was mich ziemlich gerade gefutzelt hat. Ach, ich glaube, ich gehe da campen. Möchte jetzt jemand sagen, was war? Orca, schreib da du, dass du es warst. Komm. Was? Schreib mal im Sidechat im Blauen, schreib mal, ich war's. Also, dass du es warst. Auf keinen Fall. Doch, doch. Du, das war auch, dass niemand zu, Orca. Sein, ne? Hä? Das, dir traut das niemand zu. Oh. Hey, das wäre. Nee. Okay, das warte, dann schreib ich. Ja, bei dir ist das witzlos. Bist. Das glauben die uns niemals, dass es Orca war. Nee. Du Arsch. Daniel, das Gute ist, das, das war in der Aufnahme war's. Sogar. Nee, normalerweise würde ich jetzt denken, weil du das so schreibst, ja, dann warst du auf jeden Fall dabei, sonst würdest du es ja nicht wissen. Da war ja ein MG und eine DMR geschossen. Deswegen. Also so zweit müssen wir mindestens gewesen sein. Ja. Also ich habe auf den einen mit der M240 so oft drauf gehauen, aber der ist erst irgendwie so nach 50 Schuss umgefallen. Der ist auf der Abschussliste von denen. Orca war's, okay. Auch nicht schlecht. Oh. Ob es das Glauben ist, dann was anderes. Ja. Die kommen jetzt gleich bei uns vorbei. Ja. Wir haben zwei Blackhawks, die durchsieben uns. Ich muss schnell Sandsäcke aufstellen. Und da sind Menge, ne? Aber ich kann helfen. Oje. Uiuiui. So langsam müssen wir uns mal bei uns bis hier auf die Lauerlee. Bei mir flackert der Nebel so komisch. Aber es war war ein gutes Ding. Ja. Es hat geklappt, das ist das Wichtigste. Und ich hab den Rucksack voll. Ich hab jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen sogar. brauchst du nicht. Ja, Ivan, so ist halt Desi, ne? Andere hätte es bei uns auch gemacht. Wir werden hier bei der BSW schon auch noch sehr oft sterben. Oh ja. Das eine oder andere Mal. Oh. War die falsche Taste. So, wo bringen wir den Wagen unter rein, ne? Rein natürlich mit dem Schlüssel. Passt. Warte mal, lass mich aussteigen. Halt mal. Ja, ich steige auch aus. Ich will da nicht mit, weil wird ziemlich eng da drin. Ja. Soll ich nur als Tumor? Also sollten noch alle Fahrzeuge rauskommen. Hier raus? Will dir nicht wehtun. Das ist eine Drohung. Nein, ich habe aber Orca fast über den Haufen gefahren. Oh, ich habe einen Auto dran. Alter! Der ist richtig hochgeflogen. Komme ich mit dem raus? Uiuiui. Keine Ahnung, aber wenn ich jetzt aussteck, bin ich tot. Nee. Und du parkst den Eingang einfach zu. Ja klar. Mach's mir leicht. Du hättest ja noch einfach warte. Können, ne? Ja, das wird nichts, das ist langsam zu eng. Weil mach hier hin. Ich wollte mich eigentlich quer reinstellen, aber ich glaube, das wird nichts, oder? Wie war denn der andere SUV-Schlüssel? Zu viele Blue Key ABF. So, ich zeig dir mal gleich eine Parklücke. Hab schon. Kommen jetzt auch andere raus. Nö. Toll. Bis auf dein SUV halt. Na gut. Aber ich kann ja nochmal versuchen, ein bisschen umzumanövrieren. Du kannst dich hier hinstellen. Moment. Weil wozu haben wir den Platz, wenn wir da nichts hinstellen? Wo soll ich jetzt hin? Wieder raus. Ei. Ja, Moment, ich muss hier erstmal, ne? Du fährst bei mir durch alle Wände durch. Mal hüpfst du. Oh jetzt ist hier oben ist es aber auch nicht direkt. Also. Was ist? Wenn ich jetzt hier oben auf der, weißt schon, Umrandung, ne? Ja. Und wenn die jetzt da oben vom Wald her kommen, würde ich voll abknallen. Hier, wo ich stehe. Ja, ich muss erstmal hier um die Ecke kommen. Soll ich hier rückwärts lieber rein? Nö.
So weit, damit der da hinten rauskommt. Hab das nun endlich. Ja. Noch nicht, Moment, ich muss noch ein bisschen. Ey. Wunderbar. Perfekt. Dann kommt zu Hause hier rein. So. Ich denk mir meinen Teil dazu. Ah, ja. Hab lang gebraucht, ne? Ja. Kann man das Scanner auch nach hinten? Schau mal, Daniel, hier ist noch eine DMR drin. Als Scanner kannst du auch nach hinten gucken, ja. Okay. 360 Grad kannst du, glaube ich. Boah, ich muss mir erstmal. Nee, muss ich noch nicht. So. Blut wäre vielleicht gar nicht mal. Obwohl ich nicht mal Blut mit, man weiß ja nie. Also DMRs haben wir. Dafür haben wir eine extra. Ach ja, in Gun der Duty war übrigens, glaube ich, was drin. Ganz außen. Nee. Also ich habe jetzt von einem, die hatten glaube ich beide einen Coyote, ich habe nur den von dem einen mitgenommen. Und was will Orca jetzt machen? Schreibt er. Ja, Orca, du bist so bösartig, ne? Er will... Wieso? Sag einfach, er will bauen. Na, kann versuchen, so? Die vielleicht hierher zu kommen. Oh, wenn er meine Leiche lootet, dann muss er sich reinbacken. Aha, Admin online. Nee, kein Admin da, schade. Kenner! Hä, wo muss er sich denn reinbacken? Wir haben das ja. Ach so, ja, stimmt, wegen dem V und. Durch die Sandsäcke da an der Tür vorbei, ne? Ivan? Ja? Machst du einer von der LKWs auf? Wieso? Nein, wir gehen weiter. Wir bleiben doch nicht. Ich habe den Rucksack voll. Ivan, das ist Reinwagen, was du da gerade beschrieben hast. Nee, wieso? Ich bin doch über. Das ist ähnlich wie Reinwagen. Ich will nur noch meinen Rucksack leer machen. Oder hast du schon wie so ein Wilder rum? Bitte? Oder hast du einer von den Autos auf, dass ich die da drin legen kann? Du bist doch ein Safe. Du bist einfach ein Safe in den ganz linken erstmal. Ja. Mischen mich da mal ein, aber mit Baggen hat das nichts zu tun. Oh, scheiße, das habe ich geschrieben. Ich bin durch keine Wand. Verdammt! Meine Orca ist durch keine Wand. Warum ziehst du mich immer in den Dreck? Das macht dir wohl Spaß, hä? Was? Nein! Doch. Oh, ich muss mir mal Blut geben, ey. Ja, viele Missionen gibt's gerade nicht, 3, ja. Also wir könnten diese Sniper Extraction UH1Y machen. Und Ivan, du hustest. Könnten Weiß. Wir, ja. Brauchst du? Ich hätte da. Nee, ich hab schon. Ja, ich sehe in deinem Rucksack. Ey! Na dann. Also Sniper Extraction? Jo. Auto, Heli, Bus, Bahn. Heli. Heli. Welchen? Heli. Mein, Hölle. Weil ich für meinen 2 Schlüssel habe. Ah ja, gut. Jetzt macht das Dörlern zu. Mal wieder. Welcher Heli? Meiner. Die Mi. Hä, was? Welche Mossi habe ich denn gesprengt? Daniel? Ja? Ich hab die Mossi gesprengt, weil du in mich reingeflogen bist, du erinnerst dich? Und ach so, das war die Mossi! Ja! Zu fliegen, Ivan? Meinetwegen. Okay. Alles Neisteige. Orca sitzt hinten. Aha. Sniper Extraction. Und ich muss einen Schnitt machen, Ivan. Wollen wir wechseln? Dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sind zum nächsten Part. Jo.
Und denkt an Kommentare und Likes. Wir würden uns sehr freuen. Ciao. Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.